Hey ho und willkommen zurück zu einem neuen Fishies Favorites. Ihr habt sie bestimmt alle genauso gesehen wie ich, die Nintendo Direct, die letzte Woche stattgefunden hat. Und natürlich brach ich in Jubel aus, als ich gesehen habe, sie bringen Rune Factory 4 als Special Edition nochmal für die Nintendo Switch. Für diejenigen, die es nicht wissen, das Rune Factory 4 gab es bei uns nur im eShop und Retail in Amerika. Und sie haben auch Rune Factory 5 endlich angekündigt. Ich warte seit Jahren darauf. Grüße hier an den lieben Game-Menschen, der es in seinem Video auch erwähnt hatte, denn ich bin riesengroßer Rune Factory-Fan. Ich besitze so ziemlich jedes Spiel in fast jeder Variation. Ich glaube, mir fehlt nur noch der erste Teil auf Englisch und ich glaube Rune Factory Frontier auf Englisch. Dann habe ich, wenn wir noch genau sind, Oceans auf Englisch. Dann habe ich wirklich alle deutschen und englischen Rune Factory-Teile, die es gibt, denn ich liebe die Serie Rune Factory. Und natürlich kann es nichts anderes sein als Rune Factory als Thema für das nächste Fishies Favorites, wo das Thema doch gerade super aktuell ist und ich feiernd mich drauf freue, wenn diese Spiele endlich rauskommen, denn das ist so wow, unglaublich. Denn ich muss gestehen, für diejenigen, die es nicht wissen, der Entwickler von der Rune Factory Reihe namens Neverland ist pleite gegangen. Das war so um 2013 rum. Da war damals auch schon das Gerücht rum, dass Rune Factory 5 rauskommen soll. Kam aber nie und deswegen dachte man sich so, okay, Rune Factory, die IP können wir vergessen. Aber jetzt kommt's auf die Nintendo-Konsolen und ich freue mich riesig drüber und ich bin gespannt, wer von euch ebenfalls ein Rune Factory-Fan ist und sich jubelnd bei der Direct gefreut hatte, so, yes, endlich kriegen wir ein neues Rune Factory. Aber wir fangen natürlich ganz am Ende an, beziehungsweise ganz am Anfang, nämlich wo die Serie gestartet hat. Ganz genau müsste ich sein und Korinthen kacken, denn der Prototyp ist natürlich Harvest Moon Innocent Life auf der PSP, aber wir bleiben jetzt bei Rune Factory 1, Fantasy Harvest Moon. Damals hatte das Spiel nämlich noch diesen Untertitel. Im Grunde genommen unterscheidet sich die Rune Factory Reihe wegen einer ganz gewissen Sache stark von der Harvest Moon Reihe. Und das ist nämlich der RPG-Anteil. Wir können hier nicht nur, wie ihr gerade auch im Bilde seht, eine Farm betreiben, so wie einem klassischen Harvest Moon Game, sondern die Rune Factory Reihe hat tatsächlich einen Plot. Also im Sinne von, nicht nur der Großvater ist gestorben und wir übernehmen die Farm, sondern es gibt einen Plot, der sich durch die ganze Reihe zieht, tatsächlich die vier Handheld Rune Factory Teile haben alle etwas gemeinsam. Natürlich möchte ich jetzt hier Neuankömmlinge, die diese Serie noch nicht kennen, nicht spoilern, denn ich muss sagen, diese vier Teile gehören zu einem großen Ganzen, beziehungsweise haben etwas gemeinsam, aber das möchte ich natürlich nicht spoilern. Im Gegensatz zu der Harvest Moon-Reihe haben wir bei der Rune Factory-Reihe Monster statt Tiere, also im Sinne von, wir haben keine klassischen Schafe, Hühner und Kühe, sondern wir können uns Monster halten, die uns unter anderem bei der Feldarbeit helfen. Das heißt, wir können Monster dazu bringen, dass sie zum Beispiel Holz hacken, Steine vernichten, unsere Ernte gießen oder sogar unsere Ernte ernten, was super praktisch ist. Zwar müssen wir dafür natürlich uns um unsere Monster kümmern, dass sie uns lieb haben und umsonst für uns arbeiten. Ich meine, hey, kostet nur die gratis Monster. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Aber das ist schon mal einer der Unterschiede, die es zu der Harvest Moon Reihe gibt, denn diese Monster können nicht nur auf der Farm mitarbeiten, wir können sie auch hinterher mitnehmen in Dungeons, denn in diesem Spiel gibt es natürlich Dungeons, aber da komme ich gleich drauf zurück. Ich hoffe, das ist nicht zu unkoordiniert, denn ich mache das hier alles ohne Skript und rede frei heraus, also seht's mir nach, aber ich muss über Rune Factory reden. Ein weiterer Aspekt, der natürlich mit Harvest Moon gemeinsam ist, ist natürlich, dass wir hier neben dem Farmbetrieb und unsere Farm noch ein bisschen ausbauen können, auch die Möglichkeit haben, uns die Herzensdame zu wählen und diese zu heiraten. Ja, auch Dating Sim ist in diesem Spiel vorhanden und ich muss sagen, ich find's klasse, denn ehrlich gesagt sind hier manche Charaktere tiefer geschrieben als in so manchen Harvest Moon Spielen. Nichts gegen Harvest Moon, ihr wisst, ich bin auf der Jagd nach dem Full Set. Auf jeden Fall können wir auch hier heiraten, Dates haben und es gibt hier auch Feste zu feiern, klassisch, wie man es auch aus Harvest Moon kennt. Nur sind sie jetzt hier nicht so stark vertreten wie im klassischen Harvest Moon.
Dafür läuft der Fokus hier natürlich viel mehr eben auf diese Dungeons. Am Anfang bekommen wir nur ein kleines Anfänger-Dungeon vorgelegt, was natürlich auch richtig und wichtig ist, denn wir sollen natürlich erst einmal lernen, wie das Ganze überhaupt funktioniert mit dem Kämpfen, was müssen wir beachten. Schließlich haben wir hier, wie ihr im Bildschirm sehen könnt, GP-Punkte, das sind quasi unsere Lebenspunkte, und wir haben RP-Punkte. Das heißt Runenpunkte. Runenpunkte sind quasi unsere Energie, mit denen wir Aktionen durchführen können. Wenn diese Energie ausgelaufen ist bzw. leer gegangen ist, geht es auf unsere Lebenspunkte. Und wenn die leer ist, ja, dann fallen wir halt in Ohnmacht. Und diese Runenpunkte sind wichtig, denn damit können wir eben attackieren, wir können damit farmen, wir können damit Felder bestellen etc. pp. Und in den Dungeons, wenn wir da reingehen, ist das erste, was uns auffallen wird, Monstergeneratoren. Denn in diesem Spiel geht es natürlich darum, diese Dungeons zu erkunden, um auch in der Story voranzukommen. Das geht meistens linear nach Dungeon zum Dungeon hin. Und da muss man sagen, es ist immer hilfreich, wenn man eine tiefe Ebene gehen möchte am Anfang, jedes Monstergeneratoren-Dingen platt zu machen. A, spawnen dann keine Monster mehr und man hat Ruhe. Und B, gibt es auch die Pflicht bei einigen, dass man eben auch die Felder darin bestellen muss, um hinterher voranzukommen. Auf jeden Fall können wir hier auch kämpfen. Wir haben dafür auch verschiedene Waffen zur Hand, in diesem Fall zum Beispiel ein Schwert. Aber wenn wir kein gutes Schwert haben und unsere Hacke zum Beispiel besser ist, könnten wir theoretisch auch mit einer Hacke draufhauen. Ist nicht zu empfehlen, aber es wäre möglich. Ein anderer Aspekt in Rune Factory oder in der Rune Factory Reihe ist, dass es hier vor allem auch um Crafting geht. Durch Besiegen von Monstern hinterlassen sie zum Beispiel Schuppen, Panzer, Krallen oder andere Zutaten. Und diese Zutaten benötigen wir auch. Genauso wie, was wir in den Höhlen finden können an Material, seien es Erze oder Kräuter etc. pp. Denn in diesem Spiel haben wir die Möglichkeit zu kochen und unsere Kochskills zu verbessern, wodurch wir zum Beispiel unsere RP-Punkte, also unsere Ruhmpunkte, generieren können. Dann haben wir noch die Pharmacy, die Apotheke, glaube ich, ist es, wo wir uns Heiltränke und Tränke, die uns buffen, herstellen können, wenn wir die passenden Rezepte haben und gut genug sind im Level, dass diese Sachen auch gelingen. Das wird aber auch immer schön beschrieben, mit wie viel prozentiger Chance man eben die Chance hat, dass das auch gut ausgeht, was man da vor sich hin kocht. Und das Wichtigste ist natürlich die Schmiede. Ganz am Anfang besitzen wir noch keine Schmiede und auch noch keine Apotheke und sowas. Das müssen wir hinterher ausbauen. Deswegen ist auch der Farming-Anteil in diesem Spiel wichtig. Aber wenn wir die Schmiede haben, ist es ein sehr praktisches Tool, was wir nutzen können und auch müssen. Denn wenn du eine richtig gute Waffe haben willst, tja, setz dich auf deinen Hosenboden, denn du musst selbst dafür was tun. Und das ist eigentlich auch ganz cool, denn tatsächlich ist das... Ich bin persönlich jetzt nicht unbedingt der große Crafting-Freund, das muss ich gestehen, aber in der Rune Factory-Reihe liebe ich es. Ich liebe es, mir neuen, geilen Stuff zu holen, damit ich die ganzen Gegner wegballern kann. Das hört sich an. Und natürlich auch Ausrüstungsteile zu haben, um eben nicht so viel Schaden nehmen zu können. Auch haben wir hier ein Level-System. Wir starten bei Level 1 und können bis Level 99 hochleveln. Was ultra cool ist, denn je höher unser Level ist, desto mehr Lebenspunkte und Runenpunkte besitzen wir. Auch darf man nicht vergessen, dass hier die Karte recht groß ist. Also man hat viele große Dungeons. Am Anfang sind sie noch etwas kleiner und übersichtlicher, aber nach und nach werden die Dungeons immer größer und komplexer tatsächlich. Natürlich muss ich euch hier auch noch warnen, das ist das erste Rune Factory in der Art. Das hat natürlich noch nicht, sage ich mal, so den flüssigen Lauf wie die späteren Teile, die rausgekommen sind, seien es auf den DS oder auf den 3DS oder eben die Wii-Fassung oder aber auch die PlayStation 3-Fassung. Denn die sind natürlich in einigen Sachen als wesentlich besser geworden als das ursprüngliche Rune Factory. Aber hey, das ist das erste seiner Reihe. Man lernt immer dazu. Abschließend kann ich sagen, dass ich auch noch heute die Rune Factory Reihe jedem empfehlen kann, wer darauf Lust hat. Leider sind bei uns nur auf dem DS die ersten beiden Rune Factory Teile in Deutsch rausgekommen. Ansonsten gibt es auch noch Rune Factory Frontier für die Wii. Das ist quasi eine Art, Remake. Eine verbesserte Variante von Rune Factory 1. Aber sie haben auch viele andere Charaktere eingebaut und einen ganz anderen Storyplot als eben auf dem Handheld-System.
Die Handheld-System-Stories gehören lose miteinander verbunden. Das für die Wii nicht, das ist ein eigenständiger Titel, aber nicht weniger besser. Auch die Story ist gut und es gibt auch Rune Factory Oceans, das ist für die PlayStation 3 herausgekommen. Das hat auch einen selbstständigen Plot, der nicht zu dem anderen dazugehört. Also, wenn ihr unbedingt mal reinschauen möchtet, ich kann euch die Rune Factory Reihe herzlichst empfehlen. Und wenn ihr zu den anderen Teilen mal ein paar Infos haben wollt, sagt mir Bescheid in den Kommentaren, ich habe alles hier, ich kann alles aufnehmen, ich kann über alle Titel reden, falls ihr Bock drauf habt. Und ich kann nur sagen, ich freue mich riesig auf Rune Factory 4, das Special Edition Ding. Ich habe zwar schon das Original, ist mir aber egal, ich kauf's nochmal für die Switch. Nintendo, shut up and take my money. Und Rune Factory 5, ich bin hyped. Was sagt ihr zur Rune Factory Reihe? Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Und ihr wisst ja, tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig. Haltet die Ohren steif, meine Möwen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.